Und ich denke, dann können wir starten. Ich darf Sie im Namen der Firma HypoA ganz herzlich begrüßen zu unserem Online-Seminar Der aktive Weg zu mehr Rückengesundheit. Und der Titel ist heute ein bisschen Programm oder sehr deutlich Programm, denn die Deutschen haben Rückenbeschwerden, nicht nur die Deutschen, sehr viele Menschen auf der Welt. Mehr als 50% der Erwachsenen leiden unter leichten, mittleren oder sogar sehr starken Rückenbeschwerden. Und die gute Nachricht ist, der aktive Weg, wir können ganz viel aktiv selbst dafür machen, diese Beschwerden zu lindern. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen, über die Frage, was macht das System Rücken so besonders, wie entstehen Schmerzen, ja, und was können wir eben ganz konkret dagegen machen. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Lisa Junicke heute wieder bei uns ist als unsere Expertin. Sie ist Fachärztin für physikalische und rehabilitative Medizin, wollte ich gerade sagen. Doch, ist richtig, genau. Diplomierte Osteopathin, Schmerztherapeutin, Faszientherapeutin und vieles mehr, was Sie hier lesen können. Und vor allem, was sie nicht selbst aufgeschrieben hat, eine ganz wunderbare, empathische Ärztin und leidenschaftliche Ärztin mit großer Liebe für die Menschen, was keine Selbstverständlichkeit ist, wie ich finde. Wir freuen uns total, dass du wieder dabei bist und ich freue mich sehr auf deinen Vortrag, das schon mal vorab gestellt. Danke. Wir wollen einsteigen wieder mit einer kurzen Zoom-Umfrage, um ein bisschen besser einschätzen zu können, wer heute das Publikum ist. Und das gibt mir die Gelegenheit, Franziska Feddern auch kurz vorzustellen von der Firma HypoA, die heute die Technik betreut, für Rückfragen zu HypoA zur Verfügung steht und jetzt eben auch die Zoom-Umfrage startet. Super, vielen Dank. Wäre toll, wenn Sie alle einmal kurz teilnehmen könnten. Es geht auch so ein bisschen darum, dass Frau Junicke nachher einschätzen kann, wie die Situation hier in der Runde ist, ob Sie alle Rückenschmerzen haben oder eher nicht. Wie Ihre Erfahrung mit Nahrungsergänzungsmitteln ist. So, und wenn die meisten geantwortet haben, oder möglichst alle, die teilnehmen, schauen wir uns die Ergebnisse an. Da sind sie schon. Ja, 4% nur sagen, dass sie nie unter Rückenschmerzen leiden. Toll, dass sie heute trotzdem hier sind übrigens. Also der Rest drittelt sich ungefähr. Bei einem Drittel akut, bei einem Drittel immer mal wieder und bei einem Drittel selten. Ich denke, wir können heute alle eine Menge von dir, Lisa, lernen, wie wir es denn, was wir für uns machen können, um die Werte eher nach unten zu bekommen. Und 38% von Ihnen nehmen schon täglich Nahrungsergänzungsmittel ein. Auch darüber, auf die Nährstoffversorgung, werden wir nachher zu sprechen kommen. Ganz herzlichen Dank. Und dann, was ich immer gerne am Anfang sage, Aufforderung zur Kontaktaufnahme. Frau Dr. Junicke wird jetzt erstmal ihren Vortrag halten. Im Anschluss gibt es noch eine Gesprächsrunde. Aber Sie dürfen auch gerne jetzt schon Ihre Fragen stellen im Chat oder auch, indem Sie einfach Kamera bzw. Mikrofon aktivieren und dazwischen fragen. Das ist völlig in Ordnung. Manchmal müssen Themen ja direkt raus. Wir freuen uns auf den Austausch und jetzt erstmal auf deinen Vortrag. Dankeschön. Ich möchte auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe gehört, es ist eventuell auch Publikum aus Österreich da. Die möchte ich ganz besonders begrüßen. So, wir fangen an. Was macht mein Ding hier? So, wir fangen erstmal an zu klären, was gehört eigentlich zu dem System Rücken? Und da gibt es eine ganze Menge Anatomie. Da wollen wir nicht wirklich ins Detail gehen, keine Sorge. Aber dass ihr und sie das einmal gehört haben. Also wir haben Knochen im Rücken, das ist klar. Die Wirbelkörper haben wir. Wir haben natürlich auch Rippen. Wir haben das ganze Becken, was sehr komplex aufgebaut ist. An dem Becken hängen die Beine und obendrauf sitzt der Schädel. Dann haben wir als zweites die Faszien. Ist unser Bindegewebe, das jahrzehntelang auch im Medizinstudium vollkommen vernachlässigt wurde.
Und wir aber inzwischen wissen, dass in diesen Faszien ganz, ganz viele Leitungsbahnen liegen, da liegen Nerven drin. Und ich behaupte, dass ein Großteil der Schmerzen, die wir im Bewegungsapparat haben, im Prinzip aus den Faszien kommt. Die Muskulatur ist nicht zu verachten. Wir haben am Rücken ganz viele verschiedene Systeme, aber auch am Bauch. Nacken und Augen ist eine spannende Sache. Das ist miteinander verbunden. Becken runter ins Gesäß gehört auch noch zu den großen Gruppen, die wir bei Rückenschmerzen beachten müssen. Und die inneren Organe, wenn es unserem Dünn- und Dickdarm nicht so gut geht oder wenn wir eine Nierenkolik haben, das habe ich heute gerade in der Praxis erlebt, dann reagiert die Rückenmuskulatur voll mit und das führt dann eben auch zu Rückenschmerzen, sodass wir die inneren Organe definitiv beachten müssen. So, ich habe mal ein Foto hier reingestellt, damit Sie sich mal alle vorstellen können, wie so eine Wirbelsäule aussieht. Und da ist ganz wichtig, man muss sich vorstellen, dass das ein frei schwingendes System ist. Oben sitzt der Kopf drauf und unten ist das Becken befestigt. Und wenn in diesem System unten oder oben was blockiert, also fest wird, dann schwingt diese Wirbelsäule nicht mehr richtig und das führt zu übertragenden Spannungen von unten nach oben, von oben nach unten. Und das führt zu Schmerzen. Das habe ich hier nochmal verdeutlicht. Also wenn wir oben Beschwerden haben in der Halswirbelsäule, kommt es immer im Verlauf zu Störungen der Lendenwirbelsäule und andersrum genauso. So, was ist unser Hauptproblem? Das sind Spannungen. Und die Spannungen, die sitzen in der Muskulatur und im Prinzip in den Faszien, denn die Faszien umschließen die Muskulatur. Was führt denn hier zu den Spannungen? Das ist unser genereller Bewegungsmangel. Das sind traumatische, also durch Unfälle, durch ruckartige Bewegungen, Faszienstörungen. Dazu kommt, selbst wenn wir uns viel bewegen, wenn wir als Beruf Briefträger sind, dann nehmen wir trotzdem unsere Beine nicht so hoch, dass wir alle Bewegungsrichtungen der Hüften oder auch die Wirbelsäule so ausnutzen, wie sie sich eigentlich bewegen kann. Und das Letzte, das sind die Gelenkblockaden, die durch ganz einfache Sachen entstehen können. Zum Beispiel, ich gehe auf dem Gehweg, unterhalte mich mit Frau Müller und die Bremer Gehwege, ich sitze ja hier in Bremen, die sind nicht so besonders gerade. Und wenn man da auf eine Kante tritt, dann kann es schon zu einer Blockade im Becken, im sogenannten Kreuzdarmbeingelenk kommen. Und das führt dann wieder zu Spannungen. Fehl- und Mangelernährung gehören dazu. Hier, es kratzt an der Tür. Unser Hund will hier rein, aber die lasse ich jetzt gerade mal nicht rein. Fehl- und Mangelernährung, das heißt, wenn wir Sachen essen, die nicht besonders gesund sind, also vor allen Dingen viel Zucker, viel weißes Mehl, das wird nämlich, die Stärke von dem weißen Mehl wird im Bauch, im Magen-Darm-Trakt in Zucker umgewandelt. Das führt zu Blähungen. Es gibt manche Leute, die bestimmte Lebensmittel nicht vertragen, wo es dann auch zu Blähungen kommt und die Allergien machen auch wieder Spannung im Darm. Ganz wichtiger Bereich für Rückenschmerzen. Dann die sechste Sache, das machen wir in unserer Praxis auch sehr häufig, dass wir Stuhlanalysen machen und gucken, was sind da eigentlich für Bakterien im Darm drin. Und wenn wir da von der einen Sorte zu viel und von der anderen zu wenig haben, dann führt das wiederum zu Gasbildung, zu Spannungen, zu Krämpfen. Und das macht dann auch Rückenschmerzen. Und das Letzte finde ich ganz spannend, denn das ist eine Volkskrankheit. Das ist der Bluthochdruck. Der kann dazu führen, dass die Muskulatur am Rücken sich so sehr anspannt, dass wir Rückenschmerzen kriegen. Und wenn der gut behandelt ist, und das geht natürlich durch Tabletten, das geht aber auch durch Sport und durch gesunde Ernährung, dann geht es dem Rücken deutlich besser. So, jetzt steigen wir da nochmal in die Untergruppen ein, Bewegung. Es gibt ja diese Schrittzähler und alle um mich rum haben solche Dinger. Ich habe das nicht, aber alle sind immer ganz stolz, wenn sie 10.000 Schritte schaffen. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert und es gibt so Durchschnittswerte von früher und da waren 20.000 Schritte ganz normal. Wir fahren alle Straßenbahn oder wir fahren Bus, wir haben unser Fahrrad, wir haben unser Auto. Sie kennen alle in den Großstädten diese E-Roller, wo die Leute so ganz stumpf draufstehen und sich so gar nicht mehr bewegen, könnte man sagen.
Und ja, das nimmt uns die Schritte, die wir eigentlich zu Fuß gegangen wären. Und beim Gehen zu Fuß haben wir eine schöne Bewegung im Becken und damit auch eine Entspannung des Rückens. Morgen Fahrradfahren ist gemessen. schlechter, Lisa, oder darf man das auch anrechnen, das Fahrradfahren? In gewisser Weise ja, aber nur, wenn man so Fahrrad fährt, dass man sich auch dabei anstrengt. Also für den Rücken macht das ein bisschen was, vor allen Dingen die Fahrräder, wo man sich nach vorne lehnt. Also die Holland-Fahrräder, die wir in Bremen sehr viel haben, weil es hier sehr platt ist, die sind jetzt für den Rücken gar nicht so dolle, weil da gibt es ganz schöne Stöße in den Rücken rein. Also die Rennradfahren macht sicherlich ein bisschen was. Die Gesäßmuskulatur wird ja entspannt, angespannt, entspannt. Aber so normales Fahrradfahren von A nach B ist jetzt nicht so besonders. Aber alles besser als E-Roller, Auto und Co. Ja. Okay. Morgengymnastik haben früher ganz viele Leute gemacht. Meine Großmutter ist 95,5 und die macht immer noch jeden Morgen Morgengymnastik und die kriegt ihre Beine nacheinander höher als ich. Und das macht natürlich was mit dem Rücken. Dann gucken wir nochmal Schreibtisch. Schreibtischarbeit ist, wenn man mal durch die Bank wegfragt, wer sitzt am Schreibtisch und wenn wir ehrlich sind, also ganz, ganz viele sitzen am Schreibtisch. Es ist alles mit mehr Maschinen und Elektrik gemacht und deshalb landen immer mehr Leute am Schreibtisch. Zweite Geschichte waren die Faszien und das finde ich nochmal ganz spannend, dass sie mal alle sich eine Vorstellung machen durch diese zwei Bilder, wo die so durch den Körper durchlaufen. Und wenn wir jetzt unter uns hier Zuhörer, Zuschauer haben mit Rückenschmerzen, dann kennen Sie vielleicht zum Beispiel auf dem linken Foto die blaue Bahn, die so parallel an der Wirbelsäule nach oben verläuft oder nach unten übers Gesäß ins Bein. Oder manche kennen auch die grüne Linie, wenn es so in den Arm reinzieht. Das sind eben diese Bahnen, die sich anspannen können, die verkleben können und die uns da Schmerzen machen können. Das rechte Bild kommt aus dem asiatischen Raum. Das fand ich ganz spannend, weil links ist amerikanisch, rechts ist asiatisch und die haben sich nicht abgesprochen. Das rechte Bild ist deutlich älter, aber wenn man mal guckt, dann sind da doch ganz ähnliche Bahnen gefunden worden. Schonhaltung. Wir haben vielleicht schon mal von Beckenkippung oder oh, mein eines Bein ist kürzer als das andere gesehen, gehört. Oder dass man, wenn man läuft, das Gefühl hat, mit dem rechten Bein kann ich weiter nach vorne schreiten und mein linkes Bein hat nicht so viel Bewegungsfreiheit. Das kommt alles durch Schonhaltung, aber natürlich auch durch traumatische, also durch Unfälle, zustande. Und diese Schonhaltung führen wieder dazu, dass die Anspannung und Entspannung zum Beispiel von Bauch und Rücken nicht mehr ausgeglichen ist. Und das führt alles zu Spannungen, die dann zu Rückenschmerzen führen. Ich muss Die noch mal ganz mal. kurz unterbrechen. Entschuldige bitte, weil hier kommen tatsächlich schon die ersten Fragen rein. Und die eine würde ich dir direkt so mal geben, weil die bezieht sich auf die Folie vorher. Ja. Das rote X markiert den Schmerz bei mir. Also ich schätze mal, das bezieht sich Auf das linke Bild. auf das linke Bild. Genau. Kannst du da Ja. kurz was zu sagen? Na, Das ist ja das keine ist, Frage, aber. ja, also das ist in der unteren Lendenwirbelsäule L4, L5. Und das sind meist, also meistens sind das Blockaden oder also vor allen Dingen lang anhaltende Blockaden. Und diese Wirbelsäule ist dann in dem Bereich, in dem Segment kaum noch beweglich. Wenn man die Leute nach vorne beugen lässt, dann geht da so ein Brett runter und nicht so schön Wirbel für Wirbel das Ganze runter. Und da muss Bewegung rein. Also wenn man da Bewegung reinbekommt, eventuell mit Hilfe eines Physiotherapeutens, dann kriegt man da den Schmerz auch wieder raus. Aber das ist eine typische Stelle für Rückenschmerzen. Okay, ich gehe mal weiter. Ich wollte noch was zu der Beinlängendifferenz sagen, weil ich das total wichtig finde. So die alteingesessenen Orthopäden, die gucken durchaus auch alle nach der Beinlänge. Und wenn man dann das rechte Bein einen Zentimeter oder zwei kürzer hat, dann verschreiben die einem ganz gerne mal so eine Einlage, die so einen Zentimeter dicker ist. Und die legt man in seinen Schuh rein. Und dann ist man ja theoretisch wieder ausgeglichen. Ich warne ganz, ganz, ganz entscheidend vor solchen Ausgleichen, denn die meisten Beine, die an uns dranhängen, sind gleich lang.
Die einzigen Ausnahmen sind Menschen, die als Kind einen Beinbruch hatten. Bei denen wächst nämlich das gebrochene Bein in der Heilung ein bisschen mehr als das nicht gebrochene Bein. Und das zweite ist die Gruppe von Leuten mit künstlichen Gelenken. Da kann es auch immer mal passieren, dass unter der OP der Patient ein Hauch schief lag und dass dann ein Gelenk eingebaut wird, was ein Ticken zu lang ist. Und dann haben die echte Beinlängenunterschiede und die profitieren von Sohlenerhöhung oder von diesen Einlagen. Alle anderen profitieren dann nicht von, weil da wird mit dieser Einlage die Problematik, die nämlich durch eine muskuläre Anspannung auf der einen Seite mehr als auf der anderen Seite praktisch fixiert, also in Beton gegossen, sodass der Körper gar nicht die Chance hat, mit dem Becken wieder in die normale, entspannte Lage zu kommen, weil da ja jetzt dieser Klotz im Schuh drin ist. So, zur Schonhaltung gehört für mich auch noch mal so ein typisches Bild. Jede Rückenschule zeigt uns, dass wir schön in die Knie gehen sollen, wenn wir was anheben. Und ich kann dazu sagen, wenn das, was im Karton drin ist, mehr als 5 Kilo wiegt, dann würde ich das auch so machen. Na, vielleicht würde ich sogar auf 10 Kilo gehen. Alles über 10 Kilo gerne mit gebeugten Knien und geraden Rücken. Aber alles andere, was leichter ist, wenn uns da irgendwie ein Stift runterfällt oder irgendwas, dann wünsche ich mir von meinen Patienten, dass sie das so aufheben wie das rote X. Weil wir die Faszie, das sind verschiedenste Schichten an Bindegewebe, die am Rücken entlanglaufen, durch das linke Bild auseinanderdehnen. Und beim rechten Bild passiert mit den Faszien überhaupt nichts. Ein bisschen mit dem Gesäß, aber mit dem Rücken passiert überhaupt nichts. Und das fördert die Verklebung, die wir am Rücken haben. Es gibt eine Bewegung, die ist tatsächlich verboten, wenn wir uns wie auf dem X-Bild nach vorne beugen und dann noch eine Drehung machen und dann was hochheben. Das sind die Leute, die, wenn die eh schon ein bisschen Rücken haben, ihren Hexenschuss kriegen. Aber für alles andere, gerade runter, leichte Sachen bitte immer, gestreckte Beine, damit man ein bisschen Bewegung reinkriegt in den Rücken. Was kann man denn machen? Die Behandlung von den Faszienstörungen ist eigentlich ganz einfach. Die meisten Patienten, die verklebte Faszien haben, die sagen, es zieht mir da so entlang. Und die machen dann mit der Hand auch noch eine Bewegung, ganz klar eine Richtung. 90% sagen ziehende Schmerzen, ungefähr 10% sagen brennende Schmerzen. Beides sind kleine Nerven, die in den verklebten Faszien eingeklemmt sind. Und die kann ich entweder mit so einem Gerät, was ich da mal fotografiert habe, das sind die Faszienrollen, die wir zu Hause haben, in eine Richtung. Man rollt nie hin und her. Und ich habe schon viele Leistungssportler gesehen, auch welche, die ich betreut habe, die ursprünglich immer hin und her am Bein oder am Rücken hin und her gerollt haben. Das ist nicht richtig, man rollt in eine Richtung und man entscheidet sich für eine Richtung. Und wenn man mehrfach rollen will, dann rollt man und setzt ab. Und fängt wieder an und rollt wieder in die gleiche Richtung. Eine andere Möglichkeit, die jeder in seiner Grundausstattung hat, ist das feste Streichen, das Ausstreichen von Faszien. Das ist am Rücken nicht so ganz einfach, weil wir da einfach nicht gut ankommen. Aber wenn es zum Beispiel übers Gesäß in den Unterschenkel, in den Oberschenkel zieht, Entschuldigung, dann können wir unsere Fingerkuppen nehmen und ich zeige das mal am Arm, ganz langsam und fest entlang streichen. Auf nackter Haut, kein Öl, keine Creme, weil wir wollen da nicht entlang glitschen, sondern wir wollen mit festem Kontakt langsam entlang streichen. Das ist auch eine typische Hausaufgabe, die meine Patienten kriegen mit ziehenden Schmerzen jeden Morgen, jeden Abend, dreimal hintereinander die Bahn, der Bereich, der zieht, der wehtut, fest ausstreichen. Hier, oh guck, da habe ich jetzt nochmal mein Finger mit der Uhr. Der macht gerade in Ja, der macht, ich glaube, der machte damals einen Punkt, aber man kann mit diesem Finger eben auch in der Haltung wunderbar den Rücken entlang streichen. Da können auch alle Partner und Partnerinnen sich Gutes tun. Man darf sich dabei nur nicht gegenseitig in die Klotten kriegen, weil das tut weh. Und mit Partnern ist man ja auf einer emotionalen Ebene unterwegs und da muss man dann gucken. Neben dem brennenden oder ziehenden Schmerz gibt es den
punktuellen stechenden Schmerz, den auch fast jeder kennt. Der Hexenschuss ist das klassischste Beispiel dazu. Aber es gibt auch ohne Hexenschuss überall am Körper Punkte, die stechend wehtun können. Und die kann man auch ganz alleine behandeln, indem man den Schmerzpunkt aufsucht, entweder in dem Moment, in dem man ihn gemeldet bekommt vom Körper, oder wenn man so einen ganzen Bereich hat. Ich habe mir letztes Jahr alle Bänder am Sprunggelenk ge gerissen und ich habe mich behandelt mit dieser Technik selber und hat immer wieder geguckt rund ums Sprunggelenk, wo sind stechende, punktuelle Punkte und habe die gedrückt. Und zwar zwischen 1 und 3 Minuten braucht so ein Punkt, der muss kontinuierlich, also ohne Bewegung festgedrückt werden. Dabei kann man schön ruhig atmen und dann wartet man ab, bis der Schmerz so langsam verschwindet. Die Hälfte muss weg sein. Der Körper schafft normalerweise den Rest alleine, aber die Hälfte muss man schon aushalten mit dem Druck. Und wer das mit seinen Fingern nicht mag, weil manche von Ihnen haben vielleicht auch ein bisschen Arthrose in den Fingern, man kann ganz einfach einen Holzkochlöffel nehmen. Und man kann den Stiel nehmen. Das Ende muss abgerundet sein. Das darf nicht so pieksig sein, dass man da durch die Haut durchkommen könnte. Und dann kann man den mit der Faust nehmen, kann man hier vom Schreibtisch einen Stift nehmen. Also den nimmt man dann so und dann kann man den Punkt drücken. Und dann kann man noch verschiedene Winkel ausprobieren von allen Richtungen. Aber diese zwei Techniken sind so einfach, wenn Sie sich merken, stechender, klarer Punkt wird gedrückt und alles, was ziehend oder brennt ist, kann ich entlang streichen oder die Rolle nehmen. Dann haben Sie sich schon richtig, richtig gut Hausmedizin gesammelt. So, was kann man noch machen? Wir haben ja auch Leute unter uns hier zum Glück, die keine Rückenschmerzen haben. Vielleicht machen die nämlich genau das, was auf dieser Folie steht. Vielleicht dehnen die sich regelmäßig. Und ich habe ja auch gesehen, zumindest die, die abgestimmt haben, dass da doch viele dabei sind, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Denn die können die Faszien so gut ernähren, dass die elastischer werden und nicht so schnell verkleben. Gehe ich auch noch drauf ein. Die Folie finde ich ganz, ganz wichtig. Was ich eben schon gesagt habe, das Ausstreichen und das Drücken, das tut weh. Und es gibt so viele Menschen, die anfangen, wenn irgendein Bereich am Körper wehtut, dass sie das vermeiden, dass sie da bloß nicht hinwollen. Und ich merke seit Jahren, wenn ich Menschen behandle, dann sage ich, Entschuldigung, wir sprechen das jetzt hier ab, aber ich werde ihnen wehtun. Die dürfen jederzeit Stopp sagen, aber ohne dass ich ihnen wehtue, kriege ich das, also kriegen wir das nicht hin. Das ist meine Theorie und meine Technik. Es gibt auch andere Therapeuten, die das ohne Schmerzen hinkriegen, aber das ist halt meine Arbeitsweise. Und ich habe hier mal so eine Skala gezeigt mit einem Smiley, der weint und einem Smiley, der lacht. Und es darf schon recht hoch gehen. Mein Credo ist, es darf nicht so wehtun, dass man anfängt, die Luft anzuhalten oder die Zähne zusammenzubeißen oder die Fäuste zu ballen. Das ist zu viel, denn das ist Gegenwehr. Wir müssen den Schmerz so schön dosieren, dass der Mensch sagt, oh ja, das tut jetzt weh. Aber es ist eigentlich auch ganz gut der Punkt, wo Sie da gerade drücken. Das nennt man zum Beispiel Wohlschmerz. Jetzt kommen noch mal, guck mal, die Folie habe ich ja tatsächlich drin mit dem gemütlichen Fahrradfahren. Das ist jetzt noch mal ein bisschen besser erklärt. Da habe ich mir nämlich schon vor einiger Zeit einen Gedanken gemacht. Beim Fahrradfahren hat man eben nicht die ganzen Bewegungsrichtungen bis zum Anschlag. Und das finde ich auch noch ganz wichtig, den Punkt darunter. Es gibt ja so viele Leute, die sagen, ach, ich gehe regelmäßig 1 Stunde spazieren. Spazieren ist nett für die Seele, aber hilft dem Rücken eigentlich nicht so viel. Aber was hilft, und das ist eigentlich nur eine kleine Änderung, das ist, wenn ich statt dem Spazieren walke. Und ich brauche nicht zwingend die Nordic Walking Stöcke dafür. Ich kann das auch ohne Stöcke machen. Mit Stöcken habe ich noch ein bisschen Schulter, Arme mit dabei, aber ich kann auch wirklich zügig mit größeren Schritten walken statt spazieren gehen. Joggen, das wäre ein Vortrag für sich bei Knieschmerzen. Gibt uns so Schläge, auch wenn die Schuhe gut sind, gibt uns das Schläge. Das schönste Joggen ist im Wald, auf Moos oder auf, hier im Norden haben wir ja auch Torf. Das ist noch ganz okay. Oder diese berühmte Finnbahn, die muss aber dann auch wirklich gut gepflegt sein. Hier in Bremen gibt es eine Finnbahn, die ist knüppelhart, also die verdient ihren Namen nicht.
Aber wenn ich jogge, dann muss das wirklich weich sein. Alles andere ist für den Kopf ganz schön, weil der Kopf wird beim Joggen freier als beim Walken, aber für den Rücken ist das Walken das Beste. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Bewegung im Boot, jetzt brauchen wir noch das Dehnen. Und das finde ich ist auch noch mal ein ganz heißer Tipp, denn ich habe in meiner Laufbahn als Ärztin schon mehrere Yogalehrer im Behandlungsraum gehabt und da waren, ich kann mindestens von vier, ich glaube es waren sogar fünf, sagen, das waren Yogalehrer mit fetten Bandscheibenvorfällen. Die Problematik beim Yoga ist, dass wer hypermobil, also wer sehr, sehr beweglich ist, der leiert beim Yoga noch ein bisschen mehr aus und hat keine feste Stütze. Und das führt dazu, dass uns das System so nach rechts und links so ein bisschen ausbrechen kann. Und das extreme Beispiel ist da der Bandscheibenvorfall, aber auch Gleitwirbel gehören damit rein. Und neben dem Dehnen kann man einfach Pilates, das sind also Spannungsübungen, mit ins Boot nehmen. Und wenn man das mischt, die Dehnung und die Anspannung, dann hat man ein Konstrukt, was super gut funktioniert. In der Prophylaxe, aber auch bei akuten Schmerzen. Und da gibt es einen, der ist in Deutschland sehr bekannt, in Österreich auch schon so ein bisschen, der heißt Herr Liebscher-Bracht, Roland, der hat ganz viele Videos auf YouTube. Und diese Videos sind jetzt, finde ich, nicht ganz optimal, weil der nämlich in seinen Videos nicht alles verrät. Aber die Idee von Liebscher-Bracht ist genau richtig, denn der hat Übungen konzipiert, in denen Yoga und Pilates nacheinander wiederholt gemacht wird. Und ich habe gleich noch ein Beispiel von einem anderen Physiotherapeuten, ein charmanter Wiener Physiotherapeut, der die Liebscher-Bracht-Übung auf YouTube kostenlos vollständig dem breiten Publikum zeigt. Und das können Sie sich mitschreiben, dann, denn das kann man wunderbar nachmachen. So, jetzt mal ein kleines Rezept für diejenigen, die akute Rückenschmerzen haben. Denen empfehle ich diese Liebscher-Bracht-Übungen. Kommt gleich noch der Hinweis, wo Sie die finden, kostenlos. Tatsächlich jeden Tag, außer sonntags oder wahlweise ein anderer Tag. Ein Tag in der Woche sollte frei sein. Einmal täglich. Ich hatte auch schon Patienten, die waren so begeistert, die haben das dann mehrfach am Tag gemacht und zack, waren sie überdosiert. Und haben wieder Schmerzen gekriegt. Also einmal am Tag reichte aus. Das Walken hatten wir schon mit den weiten Schritten. Also lieber in Bewegung gehen als ins Bett legen mit der Wärmflasche. Und beim Walken ist mein Tipp bei wirklich blöden Rückenschmerzen, dass man nicht jetzt eine lange Zeit walkt, sondern dass man lieber immer kürzere Abschnitte am Tag macht. Also meinetwegen dreimal rausgeht und dreimal je nach Schmerz, wenn der Schmerz hoch ist, vielleicht nur die Straße rauf und runter walkt und dann wieder reingeht. Aber das eben mehr als einmal am Tag. Natürlich die Hilfe von Therapeuten suchen. Da habe ich auch gleich noch meine Folie, welche Arten ich besonders hilfreich finde bei Rückenschmerzen. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das sehe ich immer wieder, wenn ein Patient zu mir kommt, der sagt, oh, ich hatte vorgestern einen Hexenschuss und es ist immer noch ganz, ganz, ganz schlimm. Dann beobachte ich, dass es meistens Leute sind, die direkt nach dem Rückenschmerz sich eine Wärmflasche machen oder ein Heizkissen oder ein Kirschkernkissen nehmen und im Bett verschwinden. Und die Kombination aus Wärme und nicht bewegen führt dazu, dass die Faszien schön wachsen und weiter verkleben und man aus dieser Blockade, dieser Reizung ganz schlecht wieder rauskommt. Also meistens hat ein normaler Hexenschusspatient 2, 3 Tage was davon und dann geht das in die richtige Richtung. Und der die Wärme nutzt und das Bett nutzt, der hat mindestens eine Woche, manchmal noch mehr davon. Also das mal schön im Hinterkopf behalten. Die Wärme darf man schon nutzen, wenn sie einem hilft, aber man muss die kurz nehmen und sich bewegen nach der Wärme, nicht die Wärmflasche mit ins Bett nehmen. Das heißt, mit einem akuten Hexenschuss, wie verhalte ich mich denn optimal, so, also direkt danach? Was ist so das Optimale, um den Rücken schnell wieder in den Griff zu kriegen, sozusagen? Ja, also der Hexenschuss kommt. Ich bin unbeweglich. Ich versuche vorsichtig auf allen Vieren oder wie auch immer in eine Position zu kommen, in der ich durchatmen kann. Und dann wäre für mich zum Beispiel der Weg, also wenn man das denn möchte, kann man dann eine Schmerztablette schlucken. Ich mag Ibuprofen überhaupt nicht. Ich bin eher ein Freund von Paracetamol oder wer es verträgt.
Novalgin, also Metamizol, Novalgin, Sulfonsäure. Oder eine ganz alte Kombination, die super hilft, das ist Paracetamol plus Codein. Alle Großeltern kennen das noch, das nennt sich ursprünglich Gelonida, ist aber verschreibungspflichtig. Also das muss man dann im Haus haben, von einem Arzt verschrieben. Dann gehört für mich Trinken dazu und sobald es möglich ist, ganz vorsichtige kleine Bewegungen machen. Und das ins Bett, möglichst, wenn man gar nicht anders kann, aber nur kurz. Und dann kann man ja im Prinzip auch schon im Bett anfangen zu gucken, sich so ein ganz bisschen mit dem Becken zu bewegen, dass man möglichst wieder in Bewegung kommt. Und was ich vorhin schon gesagt habe, es ist ja meistens ein Punkt, der da wehtut. Meinetwegen ins Bett oder auf den Stuhl und dann gleich mit dem Daumen hinten an den Rücken ran, an den Beckenkamm und den Punkt suchen oder die Punkte suchen und dann draufgehen und atmen. Und dann kriegt man das manchmal ganz schnell wieder weg. Super, danke schön. Gerne. Und Bei was den spricht gegen Ibuprofen nur mal kurz, also wegen der Ja, Ibuprofen hat Nebenwirkungsskala ganz, oder? ganz, ganz viele Nebenwirkungen. Und ich habe ja auch 5 Jahre in der Geriatrie gearbeitet, also Altersmedizin. Und da war die klare Ansage, Menschen über 65 kriegen bei uns kein Ibuprofen und auch kein Diclofenac. Das hat als Nebenwirkung, dass es Nierenschäden macht. Das Herz, also alle Leute mit Herzkranzgefäßproblematiken, können tatsächlich in ein Ereignis damit rutschen. Es macht die Magenschleimhaut kaputt, bei manchen ganz schnell. Manche haben so einen Stiermagen, die brauchen ein bisschen länger. Aber es macht auch die Darmschleimhaut kaputt auf längere Sicht. Also es macht wirklich blöde Sachen. Und ich bezweifle, ob heutzutage das zugelassen worden wäre mit den ganzen Nebenwirkungen. Also ich dachte immer, das wäre bei Paracetamol so schlimm. Ist es Nee, nee? Paracetamol, uralt, einzige wirkliche dramatische Sache beim Paracetamol ist, wenn man zwei ganze Packungen oder drei auf einmal isst, dann stirbt man den langsamen Lebertod. Und in Deutschland dürfen auch nur zwei Packungen auf einmal Nicht mehr. verkauft werden, aus diesem Grund. Ja, aber Paracetamol ist ein sehr schönes Mittel, aber man muss zugeben, es wirkt nicht so gut alleine bei Rückenschmerzen, weil das Ibuprofen und Diclofenac, das hat die Angewohnheit, dass es sich dahin bewegt, wo es sauer ist. Also wo das Gewebe sauer, ja, also der pH-Wert niedrig ist. Und das ist bei mechanischen Entzündungen der Fall. Deshalb wirkt es eben ganz gut in dem Bereich. Das macht Paracetamol nicht, das macht Novalgin auch nicht. Das ist eben so. So, die chronischen Rückenschmerzen. Weiter auch das Walken, Yoga, Pilates, kann man gucken, ob man das nur zweimal in der Woche macht, habe ich jetzt so geschrieben. Aber ich meine, wer chronische Rückenschmerzen hat und da raus will, der kann es eigentlich auch diese Übung jeden Tag machen. Und was echt gut wirkt bei unteren Rückenschmerzen, ist Wassergymnastik. Weil das muss aber warmes Wasser sein, also irgendwie 25 Grad reichen da nicht aus, 28 bis 35. Und es gibt auch Thermalbäder, die noch wärmer sind. Das ist natürlich sehr schön, wenn man da drin ist und dann da Gymnastik macht oder wenn man durchs Becken schreitet. Das ist alles total gut für den Rücken. Bei Nacken übrigens gar nicht, weil es gibt immer einen Bereich über dem Wasser, da ist Zug. Und wenn ich Nackenschmerzen habe und mich länger im warmen Wasser aufhalte, dann kriege ich eventuell einen steifen Nacken. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. So. Dann finde ich noch was ganz Spannendes. Es gibt es ja immer mehr, diese Barfußschuhe. Und ich habe lange Zeit einen Bogen drum gemacht, weil ich die echt nicht schön fand. Und meine Cousins, die tragen die aber sehr gerne. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich muss die mal ausprobieren. Und dann habe ich gesehen, oh, es gibt die inzwischen auch in günstig. Also nicht für 100 €, sondern für 30, 40 € und habe mir dann mal solche Schuhe gekauft. Das sind meine Praxisschuhe, die ich da links fotografiert habe. Und rechts habe ich welche fotografiert, die ich so zu Hause habe, die ich nicht nur trage, aber immer wieder mal gerne. Und die haben tatsächlich totale Vorteile bei Rückenschmerzen. Denn ein Ding ist, und das habe ich in Rot geschrieben, wenn man sich normal, ob es ein Turnschuh ist oder ein Halbschuh, fast alle Schuhe sind hinten am Hacken höher als da, wo die Zehen sind. Und das ist nicht normal. Wenn wir uns barfuß hinstellen, dann stehen wir ja auf dem platten Fuß. Und wenn wir Schuhe anziehen, wo wir die Ferse erhöhen, dann kippt eigentlich der ganze Körper so
bisschen nach vorne. Aber weil man ja nicht wie Michael Jackson nach vorne stehen möchte, macht das Becken eine Ausgleichsbewegung und kippt nach hinten. Und es ist eigentlich ein bisschen künstliches Hohlkreuz, was man da macht. Und dieses künstliche Hohlkreuz macht uns Spannung, macht ein Ungleichgewicht zwischen Bauch- und Rückenmuskulatur. Und deshalb sind diese Barfußschuhe prinzipiell sehr schön. Nur wenn man jetzt irgendwie lange über Asphalt läuft, dann ist es nicht so angenehm, weil wir da praktisch keine Dämpfung drin haben. Ja, aber so, also bei mir in der Praxis, ich ziehe die jeden Tag an und mag die inzwischen total gerne. Sind angenehm. Die haben auch in der Regel, geformt sind wie ein Fuß geformt ist. Das heißt, die haben keine Spitze vorne. Oh, meine Internetverbindung ist instabil. Hört man mich? Du warst gerade ganz kurz weg, jetzt hört man dich wieder. Okay, dann ist gut. Okay. Also die Zehen werden nicht eingeengt und der Abrollvorgang, den macht man ja selber und den macht nicht eine härtere Schuhsohle für einen. Und deshalb müssen die Muskeln mehr arbeiten und damit bleibt der Fuß stärker. Ich sehe so viele Leute mit Senkfüßen, Spreizfüßen und ein paar Knickfüße sind auch immer dabei. Und das wird mit Barfußschuhen, ich will es, ich habe geschrieben, vermieden, aber auf jeden Fall passiert es deutlich, deutlich seltener mit Barfußschuhen. Also ist eine gute Sache. So, jetzt habe ich hier mal aufgeschrieben, wenn man jetzt doch den Weg zum Therapeuten sucht, was ich selber als sehr hilfreich empfinde, das ist die manuelle Therapie. Gleichberechtigt ist die Chirotherapie, das ist eigentlich ein Synonym. Die Osteopathie mag ich sehr, sehr gerne, wobei das leider kein geschützter Begriff ist. Also Heilpraktiker und Ärzte dürfen das in Deutschland machen, aber theoretisch darf ein Arzt einen Tageskurs machen oder noch nicht mal einen Kurs machen und kann das schon anbieten. Und bei den Heilpraktikern ist das ebenso. Also da muss man dann schon gucken im Lebenslauf vielleicht, was hat denn der für eine Osteopathie-Ausbildung? Ist das was, was Hand und Fuß hat oder ist das nur so ein Kurzlehrgang gewesen? Also, weil da muss man schon tief einsteigen und es kann ganz toll helfen. Die Faszientherapie, da haben Sie diese zwei Therapieformen schon kennengelernt mit dem Drücken und dem Ziehen. Da gibt es noch ein paar mehr Techniken. Und auch da findet man im Internet Therapeuten, die da eine Ausbildung drin haben. Und das ist eine sehr positive Sache. Kinesiotape, das habe ich hier als Foto in grün. Und wenn Sie da diese ganzen kleinen Falten auf dem Rücken sehen, dann kann ich sagen, das ist genau richtig geklebt. Man klebt die in Vorbeuge. Und wenn der Patient dann wieder hochkommt, dann entstehen diese Falten und es ist genau richtig. Also wenn Sie mal ein Kinesiotape kriegen, dann sollte das so in aufrechtem Gang aussehen. Ich bin noch eine, die sagt, auf die Farbe kommt es mit an, weil für mich haben Farben einen Effekt, auch wenn das Material immer das gleiche ist und der Silikonkleber ist auch gleich. Aber ich habe in unserer Praxis eingeführt, wir haben Rot und wir haben Blau. Und wir haben leider kein Werder Bremen Grün. Das Blau ist kühlend, das passt bei akuten Verletzungen, Sportverletzungen und das Rote ist wärmend, eher bei chronischen Sachen, Verspannung. Yoga Pilates habe ich schon gesagt, das kann man auch in Kursen erlernen. In Deutschland haben viele Krankenkassen, gesetzliche Krankenkassen, Gesundheitskurse, die ein Appel und ein Ei kosten oder sogar manchmal kostenlos sind, wo man das ganz gut erlernen kann. Das Internet, also YouTube, ist voll von Yoga-Pilates-Anleitungen. Und daran denken, Sie kriegen noch auf der Folie den Namen von dem Therapeuten, der das auf YouTube von Liebscher und Bracht zeigt, der super ist. Und eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, das ist der Reha-Sport, den man über die Krankenkassen vom Hausarzt oder vom Orthopäden verschrieben bekommen kann. Ein Jahr bis zu 3 Jahren, wenn man chronisch erkrankt ist, kann man da bezahlt bekommen, einmal in der Woche. Und das Tolle ist, das gibt es auch im Wasser. Und das ist wirklich besonders, weil ins Schwimmbad gehen ist ja inzwischen nicht ganz günstig. Und wenn man das dann für ein Jahr oder sogar für 3 Jahre über die Kasse einmal in der Woche bezahlt bekommt, ist das eine schöne Sache. So, jetzt kommen die versprochenen Eigenübungen. Wenn Sie sich das mitschreiben mögen bei YouTube, das ist die Internetseite, wo es die vielen Filmchen gibt. Der Therapeut heißt Patrick Gerdenitz und er zeigt alle 27 Übungen, die Herr Liebscher-Bracht sich ausgedacht hat, im Original.
im Vergleich zu Herrn Liebscher Bracht, der nicht alles zeigt. Und das muss man echt beachten. Meistens bitte ich meine Patienten, zwischen 2 und 4 Übungen zu machen. Eine Übung braucht 2 bis 2,5 Minuten. Und wenn jemand aus seinen Schmerzen rauskommen möchte, dann sollte er einmal am Tag ungefähr 10 bis 15 Minuten Zeit für die Übung investieren. Entweder stellt man den Wecker einen Tick früher, oder wenn man eine Eule ist und das gerne abends macht, kann man es auch abends machen. Oder man guckt, wann sind die Schmerzen am blödesten und guckt mal, wann wirkt es denn für mich besser, ob es nun morgens oder abends ist. Die Übungen werden ja von dem Therapeuten, dem Herrn Gerdenitz, im Original gezeigt. Und jetzt kommt aber noch was ganz Entscheidendes, und zwar jeder Patient braucht diese Übung eventuell ein Tucken anders, damit sie bei ihm wirken. Also erster Fakt ist, die Übungen, die dürfen unangenehm sein, aber die Übungen, die dürfen nicht so wehtun, dass man anspannt. Dann führen nämlich die Übungen, das steht hier im zweiten Punkt dazu, dass sie eventuell unser Problem sogar noch verschlechtern. Und das bedeutet nicht, dass die Übungen schlecht sind. Das heißt nur, dass die Übungen genau am Problem dran sind, aber dass die Dosis zu hoch ist und der Körper sagt, ey Mann, ich habe doch genau da hinten bei dem Roten Kreuz zum Beispiel mein Problem und jetzt quälst du mich mit diesen Übungen so doll, dass die Schmerzen dann weiter hochgehen. Und was muss man dann machen? Das habe ich hier. Man kann die Intensität, also wie doll, wie weit beuge ich denn oder wie stark beuge ich denn, wie lange beuge ich denn, das Gegenteil, wie lange spanne ich denn gegen und wie stark spanne ich denn gegen. Das kann man alles verändern. Man kann die Winkel leicht verändern. Man kann sagen, ich mache das nicht jeden Tag, sondern ich mache das nur jeden zweiten Tag oder gar jeden dritten Tag. Manchmal habe ich Patienten, denen möchte ich am liebsten 5 oder 6 Übungen mitgeben und weiß genau, ey, das ist zu viel. So viel macht keiner an einem Tag. Und dann mache ich denen 2 Grüppchen und sage, an den geraden Tagen machst du diese Übung und an den ungeraden Tagen machst du die anderen beiden Übungen. Und das funktioniert eigentlich ganz, also nicht eigentlich, das funktioniert gut. So. Jetzt kommt noch was Spannendes, denn das haben viele, viele Ärzte überhaupt nicht im Kopf, dass man auch mit Nahrungsergänzungsmitteln dem Schmerz entgegentreten kann. Und ich habe hier mal so die 4 entscheidenden Sachen für den Rücken aufgeschrieben. Das ist Darf vor ich allen Dingen ganz kurz das. einmal, entschuldige, noch dazwischen, bevor du zu Nahrungsergänzungen kommst, eine Teilnehmerin fragt, was du von Qigong hältst. Einfach, das passt noch ganz gut zu dem Ja, Bewegungsteil. ja. Sind ganz schöne fließende Bewegungen. Ich habe das mal im Studium gemacht. Also ich kann jetzt nicht, ich bin nicht tief drin im Qigong, aber generell sind das ganz schöne fließende Bewegungen, von denen ich sehr viel halte. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie weit man da in die Endgradigkeit geht. Also wie weit ich die Gelenke bei dieser Therapieform dann doch maximal bewege. Und wenn ich eben nicht in die maximale Bewegung komme, dann wäre das, was man neben dem Qigong als einzelne Übung oben draufsetzen sollte. Aber generell ist das was ganz Harmonisches. Man sagt ja auch, da fließt die Energie. Wenn man das in unsere Schulmedizin übersetzt, würde das heißen, der Stoffwechsel wird angeregt. Also die Lymphe kann besser fließen, das venöse Blut kann besser zurück zum Herzen und das arterielle Blut, das kann sowieso immer fließen, weil die Arterien so fest sind. Das ist egal. Ja. Passt das so? Okay, gut. Dann machen wir weiter mit den Nahrungsergänzungsmitteln, also B12. In der Schweiz das ist ganz normal da bekommen Patienten, die einen Auffahrunfall haben und direkt danach zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, normalerweise B12 als Depot in die Muskulatur gespritzt, damit sie nämlich nicht diesen steifen Nacken kriegen. Und hier in Deutschland, ich habe länger in der Unfallchirurgie gearbeitet, da weiß das keiner. Aber wir wissen das jetzt und man kann das spritzen. Otto Normalverbraucher kann das auch spritzen, und zwar mit Insulinspritzen einfach in die Bauchfalte, so wie man auch Heparin ja den Patienten aufträgt, das zu Hause zu machen. Aber natürlich kann man es auch schlucken. Das ist die einfachere Form. Man nimmt dann nicht ganz so viel auf, weil die orale, also wenn man es schluckt, die Aufnahme ist nicht ganz so, als wenn man es so subkutan, also ins Bauchfett spritzt, aber geht auf jeden Fall gut.
Magnesium, vor allen Dingen Magnesium. Ich habe jetzt Magnesium-Kalzium dahin geschrieben, weil ich diese Kombination so toll finde, die die Firma HypoA anbietet. Macht eine totale Entspannung und eigentlich geht bei mir jeder Patient aus der Sprechstunde mit dem Auftrag, dass er zur Nacht Magnesium nehmen sollte, um sich zu entspannen. Q10, Coenzym Q10 und Alpha-Liponsäure sind zwei Produkte, die vor allen Dingen für den Nacken gut sind. Also Leute, die viel so im Nacken-Schulterbereich Verspannung haben, denen hilft das gut. Probiotika, die gehören in die Kategorie Dünndarm, Dickdarm, weil wenn man die nimmt und der Darm sich so ein bisschen reguliert und nicht mehr so viel Gasbildung macht, dann haben wir da weniger Spannung. Und ich höre gerade, unser Hund hat es doch hier in den Raum reingeschafft, hat sich gerade geschüttelt. Mit den Prä- und Probiotikern kriegen wir Spannung aus dem Darm. Kommen auch gleich noch Folien zu. So, hier ist einmal das Produkt von HypoA, was ich sehr gerne mag. Aber ich habe auch noch mal Fotos gemacht von Lebensmitteln, wo das drin ist. Das ist überhaupt nicht vollständig. Sie können das im Internet mal googeln, wo verschiedene B-Vitamine noch drin sind, B12. Aber ich kann von essen. Und wenn man das sich mal Jetzt ausrechnet. warst du gerade wieder weg. Also wir haben kleine Unterbrechungen zwischendurch. Okay, nochmal. Also über Ernährung echt schwierig, die Mengen reinzukriegen und über Nahrungsergänzungsmittel ganz gut. Und was man, finde ich, auch wissen darf, ist, dass der B-Komplex nicht überdosiert werden kann. Also man kann davon so viel nehmen, wie man will. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass der Urin so ein bisschen orange oder manchmal auch so ein bisschen neongelb wird. Das ist ganz normal. Also nicht wundern. Magnesium oder Magnesium-Calcium zum Entsäuern, aber auch zum Entspannen der Muskulatur. Jede Muskelzelle braucht Magnesium, um sich lösen zu können. Und da ist noch eine ganz spannende Sache, finde ich. Wir haben ja alle mitbekommen, dass es einen Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung gibt. Je weiter man nach Norden kommt, desto mehr, weil wir einfach nicht genug Sonne haben. Was aber relativ unbekannt ist, ist der Magnesiummangel. Denn wenn wir beim Hausarzt unser Magnesium bestimmen lassen, dann macht man das aus dem Serum. Das ist der flüssige Teil aus dem Blut. Und wenn man den menschlichen Körper richtig versteht, dann weiß man, dass der menschliche Körper verschiedene Bereiche im Körper hat. Also einmal da die Blutgefäße, aber natürlich auch die Zellen. Und wenn ich zu wenig Magnesium im Körper habe, dann schaufelt der Körper das aus den Zellen in die Blutbahn, weil da ist das Gleichgewicht noch viel, viel, viel wichtiger, damit alles funktioniert. Wenn es aber in den Zellen fehlt, dann kommt es in den Muskeln zum Beispiel zu Krämpfen. Und da gibt es doch wirklich viele Menschen, die unter Krämpfen, also Muskelkrämpfen, Wadenkrämpfe, die Marathonläufer, die nehmen das Magnesium während des Laufens zu sich, damit sie keine Muskelkrämpfe kriegen, weil sie so viel Magnesium verbrauchen während ihrer 42, irgendwas Kilometer. Genau, hier sind auch so ein paar Beispiele, wo man das drin finden kann, aber ich empfehle das inzwischen auch als Nahrungsergänzungsmittel. Ein Teilnehmer fragt, wie lange dauert es denn, bis diese Nahrungsergänzungsmittel, also zum Beispiel Magnesium, wirksam werden? Ja. Da muss man vielleicht unterscheiden zwischen akuten oder welchen Beschwerden auch immer. Nelly, ist bellt der Hund. Also total spannend, wenn ich einen Muskelkrampf habe und das Magnesium in den Mund kippe, dann kommt es in der Regel zu einer extrem schnellen Wirkung. Also innerhalb von Sekunden gibt es eine Verbesserung. Das liegt daran, dass ich im Mund ein Nervensystem habe, was in der Schulmedizin eigentlich nicht bekannt ist, aber beispielsweise die Schüsslersalze und alle anderen homöopathischen Mittel, die wirken über dieses Nervensystem im Mund. Das heißt, das Nervensystem erkennt das Magnesium und sagt dem Rest des Körpers, oh super, das, was uns hier fehlt, wird uns gerade geliefert. Und das reicht schon aus, um im ganzen Körper zum Beispiel eine muskuläre Entspannung zu bekommen. Also es wirkt super schnell. Und dann ist unser Auftrag natürlich, unsere Speicher aufzufüllen und das machen wir dann durchs Schlucken. Genau, aber es geht total schnell und das gilt für jeden einzelnen Stoff. Der Mund muss dafür sauber sein, ich darf nicht geraucht haben, ich darf nicht Alkohol getrunken haben und auch ätherische Öle,
Die stoppen diese erste Reaktion im Mund. Also zum Beispiel bei Zahnpasta muss man aufpassen und auch bei Hustenbonbons, Kaugummi, wenn man diese schnelle Reaktion haben will. Beim Schlucken ist es natürlich wurscht, was man vorher im Mund gehabt hat. Oh, jetzt haben wir hier was Schönes. Das linke Bild, das ist eigentlich, nicht eigentlich, das ist ein sehr schönes Bild. Das ist nämlich wahrscheinlich eine sehr glückliche Schwangere. Und wenn man das rechte Bild anguckt mit der Behaarung und dem Gürtel, dann muss man ja ganz klar sagen, das ist keine Frau, sondern es ist ein Mann. Aber die Bauchform ist eine ziemlich ähnliche. Nur ist der Inhalt vom Bauch natürlich ein ganz anderer. Und zwar ist es Luft. Ganz viel Luft. Und da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Gasbildende Bakterien, aber auch Hefen. Candida albicans ist so eine Hefe, die vielleicht schon mal jemand der Zuhörer gehört hat. Die führen zu Gasbildungen, Flatulenzen, wenn man das in fein ausdrückt. Das macht dann wiederum muskuläre Anspannungen und das macht Rückenschmerzen. Es gibt blähende Lebensmittel, die Zwiebeln, die in jedem Essen hier in Deutschland eigentlich mit drin sind, verstärken das Ganze. Lauch, Porree, also alle Zwiebelgewächse, aber auch die Hülsenfrüchte machen das. Und wenn jemand Rückenschmerzen hat, dem empfehle ich tatsächlich, in der Zeit der argsten Rückenschmerzen auf solche Sachen eine gewisse Zeit zu verzichten oder deutlich zu reduzieren. Die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da ist vor allen Dingen Laktose so ein ganz typischer Fall. Laktoseunverträglichkeit macht Blähungen, macht Durchfall und kann auch schon gesagt, also gerade, also Zucker sowieso füttert die Hefen. Mal gerade gucken, Internetverbindung ist wieder instabil. Hören Sie mich noch? Du warst wieder kurz weg, jetzt bist du wieder da. Okay. Tut mir leid, kann ich, das ist dieses Online-Format, es tut mir leid. Wir waren bei den Kohlenhydraten, Zucker und Stärke und da finde ich auch noch spannend. Die einen sind ja die süßen Typen und die anderen sind die salzigen Typen. Das Resultat ist aber fast das gleiche, denn wenn ich Salzstangen und Chips und Flips und solche Sachen esse, dann esse ich Stärke und die Stärke wird im Körper in Zucker umgewandelt. Also ist das kein wirklich großer Unterschied. Ein Unterschied sind so ein bisschen die gesalzenen Nüsse, die sind ganz okay. Missverhältnis der Bakterienvielfalt habe ich auch schon genannt. Die gasbildenden Bakterien, wenn es davon zu viele gibt, dann gibt es Spannungen im Bauch. Jetzt können wir noch mal gucken, was kann man denn machen? Prä- und Probiotika. Links auf dem Bild ist ein Probiotikum, ein Dickdarmkeim, Escherichia coli. Und rechts ist ein Akazienbaum. Und aus der Akazie kann man ganz toll Akazienfaserpulver gewinnen, also Saft, und der wird zum Pulver. Und das hilft uns, den Darm besser zu besiedeln. Und dann kommt es zur Entspannung im Darm und dann auch im unteren Rücken. Probiotika, das sind eben gute Bakterien. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, Lactobacillen und Bifidobakterien, die sind in der Muttermilch. E. coli haben wir auch im negativen Sinne schon gehört. EHEC und Co., so Durchfallerkrankungen, aber also die normalen E. coli-Keime sind im Dickdarm ganz normal und sind da ganz wichtig. Enterokokken gehören auch noch mit dazu. Präbiotika, da habe ich eben schon die Akazienfaser genannt. Es gibt noch mehrere. Ich empfehle immer Akazienfaser, weil das ist A, sehr günstig. Das gibt es in Apotheken, in Reformhäusern, auch im Internet zu kaufen. Kann man sehr einfach zu sich nehmen. In Pulver, Löffelform kann man in Wasser, in Fruchtsaft, in Müsli, in Joghurt, in Apfelmus reinrühren. Es sind super Ballaststoffe, sodass der Darm auch gleich ein bisschen Arbeit kriegt und sich ein bisschen anstrengen darf, aber eben super Bakterienfutter. Und dadurch erholen sich die Bakterien im Darm und sind gesund. Jetzt nochmal zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Die gibt es ja auch bei Lidl und Aldi und Rossmann und Bipa und wie sie alle heißen. Hofer, wenn wir die österreichischen Gäste hier noch mit berücksichtigen. Die sind aber alle sehr, sehr günstig und leider voll mit Sachen, die wir nicht so dolle finden. Und zwar schmecken die alle irgendwie nach
Orange, Zitrone, irgendwas. Die sind süß. Womöglich haben die auch noch, wenn man so Brausetabletten kauft, haben die auch noch eine Farbe, wenn man die ins Wasser schmeißt, also orange oder gelb oder irgendwas. Und haben einfach recht viele Füllstoffe, damit das überhaupt zu einer dicken Tablette wird. Und das sind alles Sachen, die den Magen-Darm-Trakt ärgern können und eventuell dadurch kontraproduktiv werden. Also man sollte hochwertigere Stoffe kaufen. Und die hochwertigsten Stoffe gibt es in der Apotheke. Habe ich jetzt auch gerade noch mal gelernt. Es gibt im Internet eine ganze Menge, aber die in der Apotheke sind deutlich besser kontrolliert. Die im Internet können bis zu 50% abweichen in den Inhaltsstoffen von dem, was auf der Verpackung draufsteht. Und Hypo A, das ist eine Firma, mit der ich groß geworden bin, weil ich als Studentin durch Zufall da ein Pflichtpraktikum machen musste und es mir so gefallen hat, weil die Firma so bodenständig und gerade ist. Die sind ein schönes Beispiel für sehr, sehr hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Da habe ich nochmal die sechs aufgeführt, die eben bei Rücken vor allen Dingen helfen, aber auch bei anderen Problematiken sehr schön sind. Wie kriege ich denn meine Darmbakterien wieder so in die Reihenfolge und in die Menge, ins Verhältnis, dass das Ganze funktioniert, dass man nicht mit so einem schwangeren Bauch rumläuft oder mit viel Gasbildung? Da gibt es bei Hypo A ein System, das ich sehr schön finde. RHE1 ist erstmal so eine Entgiftung. Dann schluckt man Kapseln, die für den Dünndarm positiv sind. Und der dritte Schritt, das nennt sich ODS2, macht dann die Regulierung des Dickdarms. Also es ist eine Sache, die wirklich gut funktioniert. Man muss eine Menge schlucken, das sind doch einige Kapseln, aber und es ist auch nicht ganz günstig, aber in die Natur nicht, in die eigene Gesundheit zu investieren, ist eigentlich das höchste Gut, was wir haben. Und ich streiche mal das eigentlich, es ist das höchste Gut. So, und jetzt noch ein ganz kurzer Exkurs, hatte ich schon gesagt. Bluthochdruck finde ich echt spannend, weil es eben so viele haben. Und es hat ganz, ganz viel mit Ernährung zu tun. Es hat ganz viel zu tun mit zu wenig Bewegung. Auch so Cardio-Training, dass man mal ins Schwitzen kommt, nicht in der Sauna, sondern durch den Sport. Das führt nämlich zu Endorphinausschüttung und das wiederum führt zu Entspannung. Also dieses Glücksgefühl, was man nach dem Sport hat, führt zur Entspannung. Dann haben wir wirklich heutzutage ist echt schwierig, sich gesund zu ernähren, gerade wenn man irgendwo anders ist und nicht das eigene Essen zu Hause hat. Und dieser Bluthochdruck kann wirklich zu Rückenschmerzen führen, aber auch vielleicht, glaube ich, noch häufiger ist der Kopfschmerz. Durch Bluthochdruck, durch ungesunde Ernährung. Und da kann man Tabletten nehmen, aber man kann eben auch durch Sport, Ernährung, Entspannung das Ganze wieder wegbekommen. Jetzt kommen wir zum Ende. Und ich gucke auf die Uhr, das sieht ganz gut aus. 8 Uhr, gleich kommen die Nachrichten. Also, man kann zu Therapeuten gehen, aber alle, die heute gut zugehört haben, wissen jetzt, dass sie eine ganze Menge selber machen können für ihren Rücken, mit einfachen Mitteln, mit den eigenen Händen, mit den Faszienrollen, mit der Ernährung, mit dem Walken, mit den Nährstoffen, die man schlucken kann. Genau, Umweltgifte gehören auch noch mit rein, finde ich. Regelmäßiges Lüften, ein guter Schlafplatz, wo kein Fernseher direkt daneben steht und auch kein Radiowecker. Sportliche Betätigung habe ich auch schon genannt. Nur dass wir jetzt zum letzten Bild kommen, was ich sehr schön finde. Wie heilt man sich selbst? Da sagt der Herr Janosch, man macht einen Kopfstand, das ist Yoga und alles wird umgekehrt und oben wird unten und kaputt wird wieder voll gut. Und das möchte ich auch noch sagen. Ich habe oft Patienten, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, mein Orthopäde hat gesagt, mein Rücken ist kaputt. Und dann sage ich, aha, Sie sind doch hier gerade auf eigenen Füßen gerade in meine Praxis gekommen. Ein Rücken, der kaputt ist, das ist für mich ein Rücken, wo ein Trecker oder ein Lastwagen drüber gefahren ist oder wo man aus 2 Metern auf den Boden geknallt ist. Das ist ein kaputter Rücken. Habe ich genug in der Unfallchirurgie gesehen. Die sind dann beim Hubschrauber gekommen. Aber ein Mensch, der nur Rückenschmerzen hat, der hat keinen kaputten Rücken. Der hat nur
einen etwas sehr steifen Rücken, den man wieder in Schwung kriegt, und auch einen Rücken, der arthrotisch ist, also Arthrose ist ja in aller Munde, kann wieder vollkommen beschwerdefrei, schmerzfrei und auch beweglich werden. Das war's von mir. Ich danke dir ganz herzlich für diesen wunderbaren Vortrag. Super klasse und vielen Dank an Hugo für die Ermöglichung dieses wunderbaren Webinars. Und dann Ihnen allen noch einen schönen Tag.